Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Raven, Legacy of a Master Thief. Ich habe gestern mir den Film, Mord auf dem Nil? Nee. Also, ich habe Mord im Orient Express geguckt. Und zwar die Neuverfilmung von 2017. Und ich habe gestern auf, Plus habe ich mir, irgendwas mit dem Nil. Auf jeden Fall selber Darsteller, auch Agatha Christie. Und, da geht es, so wie hier, um einen Mord auf einem Schiff, wo eine Frau in ihrem Bett liegend erschossen wird und vorher wurde sie betäubt. Irgendwie gibt es da so ein paar Parallelen, denn auch das, was da im Zug passierte, das ist ähnlich, aber jetzt nicht so wirklich gleich. Aber trotzdem, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja und so weiter und so fort. Wir waren hier stehen geblieben. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt so, ja. Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Und solange es keinen wirklich triftigen Grund gibt, werde ich ihn nicht wecken. Okay, das hatten wir. Sagt mir, dass er da keinen Spaß versteht. Ja, das glaube ich auch. Was? Geht die Treppe hinauf? Aber hier ist sonst nichts. Die Kabine, meine Kabine will er nicht betreten. In Legrands Kabine brauchen wir nicht gehen, weil wir müssen erstmal rausfinden, wie war denn das nochmal? Irgendwas müssen wir noch rausfinden. Moment. Das mit dem Blutfleck? Irgendwie müssen wir den Blutfleck quasi einsammeln. Haben wir eigentlich irgendwelche Gegenstände dabei? Ich glaube, wir waren noch nicht überall, oder? Ja. Ladezeit? So, mit dem Butler reden der bringt Tod ja jetzt auch Herrin nichts. Der scheint Butler Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Ja, er macht scheinbar sich vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. Das glaube ich auch. So, gut. Was? Betracht den Globus? Ein auf antik getrimmter Holzglobus. Okay. Hätte Galilei sich damals nicht durchgesetzt, stünde hier jetzt eine Scheibe. Oh, aber ich hätte gerne eine Scheibe gehabt. Weil wir wissen ja alle, die Erde ist eine Scheibe. Wie eine Salami. Auf dem Globus kann man schön erkennen, dass 4/5 der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind. Schaue ich aus dem Fenster, würde ich sogar das noch für eine Untertreibung halten. Ja, mehr können wir aber auch nicht gucken. Geh in den Salon. Im Salon haben wir eigentlich nichts gefunden, oder? Oh, da sitzt der Captain. Das ist neu. Eiskübel? Sonst gibt's hier nichts, aber der Captain sitzt jetzt da. Hier, check die Pflanze. Eiskübel? Die Versorgung mit alkoholischen Getränken und allem, was dazugehört, ist an Bord dieses Schiffes allererster Klasse. Ja, allererste Kajüte, würde ich mal sagen. Die Versorgung mit Alk und so'm Zeug. Wie zu erwarten, frisches Eis und eine Zange. Okay, die Zange nimmt er sich doch gleich. Herr Wachtmeister Zellner, was muss ich sehen? Ey! Macht jetzt sogar die Polizei schon lange Finger? Ich benötige dieses Instrument für eine kriminologische Untersuchung. Na, wenn Sie das sagen, wie kommen Sie denn voran? Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Sie könnten vielleicht tatsächlich einige Fragen beantworten. Und vor allen Dingen, wer war die Oma da an der Seite? Die müssen wir auch noch befragen. Also als wir vor dem Mord hier rumgelaufen sind, am Anfang, bevor wir mit dem Arzt geredet haben, war hier alles leer. Nirgendwo war eine Menschenseele zu sehen. Und kaum haben wir mit dem, kaum hatten wir mit dem Arzt gesprochen und mit dem Detektiv, mit dem Kommissar, schon zack, plopp, überall Leute. So, aber reden wir doch erstmal über die letzte Nacht. Wie haben Sie die letzte Nacht erlebt? Ganz schrecklich, nicht wahr? Das Dinner war fantastisch. Alle freuten sich auf ein gemütliches Beisammensein unter den Sternen. Und dann das. Sie waren den ganzen Abend im Salon? Als Kapitän muss ich mich um meine Gäste kümmern. Nachdem Sie und die anderen so Hals über Kopf rausgestürmt sind, habe ich mich bemüht, die Stimmung nicht kippen zu lassen. Aber als dann der Alarm losging, war diese Schlacht natürlich verloren. Lustig. Alarm? Kann man feststellen, wo der Alarm ausgelöst wurde? Ich befürchte, nein.
Es gibt überall auf dem Schiff Alarmmelder. Ich habe gesehen, dass sie verplombt sind. Mhm. Könnte man nicht einfach schauen, wo die Verplombung fehlt? Ich fürchte, sie wird bei vielen Alarmmeldern fehlen. Wissen Sie, dies ist ein altes Schiff und über die Jahre... Die Alarmmelder wurden also nicht regelmäßig gewartet, wollen Sie mir damit sagen? Ich werde das natürlich sofort an die Crew weitergeben. Natürlich. Ja, natürlich wird er das machen. Was sollte er auch sonst machen? Was kannst du mir über die Passagiere sagen? Was können Sie mir zu den Passagieren sagen? Ach, noch nicht sehr viel, befürchte ich. So richtig kennenlernen wollte ich sie ja beim Empfang. Ich habe den meisten bisher nur die Hand geschüttelt, als sie an Bord gekommen sind. Ein paar Stammgäste sind an Bord und ich habe mich nach dem Dinner mit Herrn Kreuzer, dem sympathischen Geiger, und Lady Westmacott unterhalten. Aber die kennen Sie ja schon aus dem Zug. Jupp. Es scheint nicht sonderlich viele Passagiere auf dem Schiff zu geben. Diese verfluchten Flugzeuge machen uns das Leben schwer. Können Sie sich das vorstellen? Da zwängen sich erwachsene Menschen lieber in diese engen Metallsärge, anstatt sich die frische Meeresluft um die Nase wehen zu lassen. Es geht Ihnen um die Zeitersparnis. Es sollte nicht darum gehen, wie viel Zeit man von A nach B braucht, sondern wie man diese Zeit verbringt. Was man auf der Reise erlebt, darum geht es doch. Genau. Ja. Hier, die Baronin. Wie war das mit der Baronin? Sie hat mich positiv überrascht. Nachdem sie bei der Begrüßung so abweisend war und sich den ganzen Nachmittag nicht blicken ließ, befürchtete ich schon, sie gehöre zu den Langweilern und Spießern. Aber dann ist sie am frühen Abend aufgetaucht, war bester Laune und hat ordentlich was weggeschafft. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Hat sie etwas zu Ihnen gesagt? Sie hat mich nach Legrands Kabine gefragt. Ich habe sie ihr genannt und sie zum Umtrunk am Abend eingeladen. Hab ordentlich Werbung dafür gemacht. Das ganze Schiff wird da sein. Das wollen Sie auf keinen Fall verpassen, habe ich gesagt. Und dann? Ihr schien die Vorstellung gut zu gefallen. Sie lächelte und verschwand noch einmal für ein paar Minuten. Dann kam sie wieder und schien sehr zufrieden. Wir haben auf das Leben angestoßen. Okay, mir fällt gerade auf, die im Hintergrund, die sitzt einfach nur da und lebt. Eigenschaft leben. Einfach nur da sitzen und atmen. Sich nicht bewegen. Quasi, seht ihr jetzt nicht, dass ich Anführungszeichen mache. Leben. So. Apropos, müde Baronin? Aber irgendwann ging es ihr dann nicht mehr so gut. Sie hatte es wohl ein wenig übertrieben. Sie schwankte plötzlich und verschüttete beinahe ihren Drink. Ich habe sie gefragt, ob sie sich nicht kurz in ihrer Kabine ausruhen wolle. Zunächst wollte sie nicht, wollte unbedingt im Salon bleiben. Doch dann hatte sie wohl eingesehen, dass sie ein Nickerchen dringend nötig hatte. Wir sind zusammen hinausgegangen. Den Rest der Geschichte kennen Sie. Okay, ja, wegen dem vergifteten Champagner. Haben gestern Abend alle aus derselben Flasche Champagner getrunken? Es war nicht nur eine, wenn Sie das meinen. Es waren einige Gäste und über die Dauer von mehreren Stunden... Die letzte Flasche Champagner, aus der auch die Baronin getrunken hat, haben sich auch andere daraus bedient? Sicherlich. Wir haben Grund zu vermuten, dass sich im Champagner ein Schlafmittel befand. Unerhört! Aber... Hoho. Hätten wir dann nicht alle müde werden müssen? Nicht, wenn das Schlafmittel speziell ins Glas der Baronin geschüttet wurde. Verstehe. Das wäre durchaus möglich. An so einem Abend werden viele Gläser gefüllt und geleert. Mhm. Es gibt mehrere Stewards, viele Gäste. Dabei hält niemand den Überblick. Ein paar Tropfen in ein Glas? Ja, durchaus möglich. Tja, und was ist mit meinem Glas? Das Glas, das Sie mir gestern Abend gereicht haben, wo hatten Sie das her? Oh, ich verstehe. Sie glauben, Ihr Glas sei auch vergiftet gewesen. Haben Sie es selber eingeschenkt? Nein, ich habe gesehen, wie schlecht es Ihnen ging und wollte die Situation retten. Ich habe das nächstbeste Glas gegriffen und es Ihnen gegeben. Stand es auf dem Tisch? Nein,
Ich bin zu Ihnen hinübergeeilt, zusammen mit Dr. Gebhardt, der... Natürlich. Er hatte das Glas in der Hand. Er sah sich um, wo er es abstellen konnte, um sich besser um Sie kümmern zu können. Ich habe es ihm aus der Hand genommen. Hm. Und dann mir gegeben. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber Sie sahen so elend aus und ich wollte Ihnen einfach etwas Gutes tun. Da habe ich nicht daran gedacht, Ihnen ein eigenes Glas zu besorgen. Hm. Also hatte der Doktor das Glas mit dem Schlafmittel in der Hand. Ich werde mich dann mal wieder auf Spurensuche begeben. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Oh ja, das ist natürlich verdächtig, denn es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, erste Möglichkeit, der Doktor hatte das Glas in der Hand, weil der Doktor da das Schlafmittel reingetan hat, um irgendjemandem das Glas zu geben, was vielleicht nicht geklappt hat. Oder, zweite Möglichkeit, der Doktor sollte auch durch das Schlafmittel K.O. gesetzt werden, hat das Glas aber nie getrunken. Weil, naja, weil der Captain es ihm aus der Hand gerissen hat und uns gegeben hat. Obwohl der Doktor hat nach einem Ort gesucht, wo er das Glas abstellen wollte. Das klingt verdächtig. Also wenn ich ein Glas mit Schlafmittel in der Hand habe, dann will ich das nicht selber trinken, wenn ich weiß, dass da Schlafmittel drin ist. Also ich glaube, da müsste ich, glaube ich, den Doktor nochmal drauf ansprechen, wenn das geht. Kann man noch irgendwas mit ihm reden? Ich glaube, ich habe schon alles aus ihm herausgekriegt. Im Moment wird er mir nicht mehr sagen können. Ja, aber wir haben hier doch Lady Westmacott. Was? Betrete das Hinterdeck? Nein, wir wollen nicht aufs Poopsdeck. Lady Westmacott scheint eine Frühaufsteherin zu sein. Vielleicht aber auch nur, wenn Morde in ihrer Umgebung passieren. Ich habe im Zug das Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie brennt darauf, eigene Mutmaßungen anzustellen. Hm, ja, das kann gut sein. Übrigens, falls es keinem aufgefallen ist, ich habe die Einblendung mal abgeändert. Das heißt, innerhalb von diesem Let's Play habe ich die Einblendung jetzt geändert. Sprich, die automatisiert da unter mir irgendwo erscheinen. Mal ein bisschen andere Texte, damit das nicht immer so langweilig ist. Kennt man ja schon, was da sonst steht. Aber wir können noch mit Lady Westmacott reden. Das wäre vielleicht mal ganz angebracht. Einfach mal da hingehen und sie mal ein bisschen anquatschen. Ja, genau. Gib die Impulse. Lady Westmacott. So früh schon auf den... Oh. Herr Wachtmeister. Wollten wir nicht erst denken, dann reden? Es tut mir leid, ich wollte nicht. Keine Zeit für Floskeln. Was haben die Ermittlungen bisher ergeben? Wir sind noch dabei. Um genau zu sein, habe ich einige Fragen an Sie. Nur zu. Okay, also, um das mal kurz klarzustellen. Er soll erst denken, dann reden. Also, so früh schon auf den Beinen, haha, umgangssprachlich, aber sie ist im Rollstuhl. Also wäre es ja eigentlich korrekterweise, haha, na, Lady Westmacott, so früh schon auf den Rädern? Die Räder, die die Welt bedeuten. Ich hör mal besser auf, meine Gags sind noch beschissener als die des Spiels. Was sagen Sie zu unserem Abenteuer im Zug? Eine außergewöhnliche Geschichte, nicht wahr? Ich freue mich, dass Sie Ihre Qualitäten unter Beweis stellen konnten, Herr Zellner. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ich bin froh, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich um Matthew gekümmert haben. Ja, gekümmert, in Anführungszeichen. Ich hätte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert wäre. Alles nochmal gut gegangen. Tja, Mord an der Baronin würde ich gern ansprechen. Haben Sie etwas vom Mord mitbekommen? Leider nein. Ich war schon in meiner Kabine und habe die ganze Aufregung verpasst. Verfluchtes Alter. Oh. Wem sagen Sie das? Ja. Sie sind noch jung. Hm? In meinem Alter muss man damit rechnen, nicht mehr allzu viel Neues zu erleben. Hm. Und obwohl ich so viele Male über Morde geschrieben habe, habe ich noch nie einen miterlebt. Das ist spannend. Ich könnte mir denken, nicht jeder nimmt die Situation so gelassen hin wie Sie. Herzlos wollten Sie doch sagen, oder, Wachtmeister? Nein, nein. Ich hätte mir den Mord an der Baronin nicht gewünscht. Aber wenn ich ihn schon nicht rückgängig machen kann, kann ich ihn genauso gut genießen. Ja, gut, warum auch immer die Kameraposition jetzt mal ausnahmsweise wechselt in diesen sehr, sehr monotonen Kameraeinstellungen des Spiels. Man könnte ja auch mal Zwischenshots einfügen oder so, aber egal.